wollte euch eigentlich gerade begrüßen. Moment, meine Linse ist schmutzig. Was? Dann kommt der Kackfresse. Oh mein Gott. Hello, hello, meine Lieben. Sorry, ich muss gerade lachen. Der Max macht schon wieder total die Witze. Ich wollte euch begrüßen zu diesem Video. Ich nehme euch eine Runde mit. Wir sind hier im Kempinski Hotel in Frankfurt in der Villa Rothschild. Und wir sind schon eine Weile da. Ich bin ein bisschen außer Atem. Und zwar haben wir schon einiges erlebt. Es gab gerade Carpool-Karaoke, also sprich, es wurden uns Fragen gestellt und wir mussten mitsingen in einem Maserati. Ja, also der hat schon ganz schön Gas gegeben und ich muss zugeben, wenn mein Mann gefahren wäre, dann hätte er einen ganz schönen Anschiss bekommen. Da ist der Max, der telefoniert gerade. Das ist meine Begleitung heute. Mein Mann, der ist zu Hause geblieben bei den Kindern und beim Lissandro, der hat ja heute Geburtstag, aber wir feiern ja in einer Woche. Also das passt alles, denn bei uns sind ja noch Ferien und zwei eingeladene Kinder, also Gäste, konnten nicht kommen und deshalb hat es gepasst, dass wir das Ganze verschoben haben. Und ja, wie gesagt, also es war gerade schon total lustig. Wir müssen uns jetzt für den Abend fertig machen. Es ist ein Charity-Event, davon hatte ich euch auch erzählt. Mein Punkt hat eine neue Kollektion und ja, dazu wurde eben dieser Abend ins Leben gerufen. Es wird auch Geld gespendet, aber dazu komme ich dann später noch. Und ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, kann ich euch ja ganz kurz mal hier so das Zimmer zeigen. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wirklich, was hier geboten wird. Und es sind auch einige bekannte Gesichter da, die ihr kennt. Im Auto war ich mit Tara gesessen und mit der Steffi, also ein Teil unserer Gruppe, den Konjus, die kennt ihr ja. Mayra ist auch gerade gekommen. Ansonsten ist noch Saskia da und Seven und so weiter. Seht ihr dann alles jetzt im Laufe des Videos und ich bin gerade schon wieder total außer Atem. Ich mache mich jetzt mal für den Abend fertig. Da ist mein Kleidchen, Max sein Anzug. Es werden nämlich gleich noch Bilder gemacht und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich setze mich jetzt aber erstmal 3 Minuten dahin, weil die Fahrt mit dem Maserati echt heftig war. Also der Lissandro, der hätte sich jetzt mega gefreut, aber der hat schon böse Gas gegeben, ne Max? Das war schon heftig, also muss mich ganz schön festhalten. Also gut, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Max, was liest du? Ich lese den Brief. Der liest den Brief, okay. Also viel Spaß beim Video, ich mache mich mal fertig. Aber wisst ihr was, bevor ich mich ready mache, zeige ich euch noch ganz kurz mein Outfit. Bevor es ja, das Abendkleid wird, zeige ich euch dieses hier. Ich muss hier so ein bisschen zuhalten, wenn ich den Knopf zumache, spannt es etwas. Aber ja, so geht's auch. Das ist, wie gesagt, mein Outfit für heute. Als ich angekommen bin, die Schuhe, die kennt ihr ja, die habe ich euch in meinem Haul gezeigt. Und ja, wie gesagt, jetzt machen wir uns mal ready. Schick für den Red Carpet und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss so lachen, weil der Max mich die ganze Zeit veräppelt. Aber das wisst ihr ja. So, wir sind jetzt in einem Saal reingekommen. Ihr habt es ja gerade gesehen, er ist geöffnet worden und es ist so, so schön. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wie ich filme, weil natürlich nicht jeder gefilmt werden möchte, logischerweise. Aber schaut mal, da ist der Max neben mir. Da ist die Oksana und die Tara. Da ist er. Und hier ist das Menü. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Tisch aussieht. Also wirklich so, so schön. Das ist unglaublich. Aber ich muss auch sagen, ich habe ganz schön Hunger. Wie immer. Das ist ja nichts Neues, immer. Also wir lassen es uns jetzt schmecken. Und ich melde mich dann später nochmal bei euch. Schaut mal, wie schön der Tisch hier aussieht. Wunderschön. Und die Konjus sind am Start. Da ist die Mayra und die Steffi. Sailors passing on the street, are you ready? Es ist handgefertigt und in Silber und Gold erhältlich.
Diesen Schmuck werden wir für ein Jahr lang als unser Charity-Schmuckset verkaufen. Und vom Verkauf des Schmuckes werden 5% an die Organisation in der Lage Jetzt wird wieder gespielt. Wir haben so Jetons bekommen und die Summe wird dann gespendet. Also die gewonnene Summe natürlich. Oh, der Max. Der ist voll der Checker. Sag's ja, der Max ist voll der Checker. Wieder gewonnen. So, jetzt seht ihr das Kleid auch mal angezogen zu später Stunde. Wir haben es schon 11 Uhr. Sorry, ich habe es gar nicht geschafft, mich vorher zu zeigen in diesem wunderschönen Kleidchen. Also mir gefällt es total gut. Schaut mal, wie edel das hier aussieht. Und ich muss jetzt mal meine Schuhe wechseln. Und zwar hatte ich die ganze Zeit diese hier an. Aber wir gehen jetzt mal kurz hoch aufs Zimmer, damit ich mir bequeme Schuhe anziehen kann. Und ja, sorry, dass ich euch das Kleid nicht vorher gezeigt habe. Das ist eben das Kleid von Mamarella, also der Online-Shop. Hatte ich euch ja erzählt. Und falls ihr noch irgendwie was ganz, ganz Edles, Exklusives sucht, dann seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben. Wir, also der Max und ich, wir gehen jetzt mal hoch Schuhe wechseln. Aber der Max lässt seine schicken Schuhe natürlich an. Na Max? Also los geht's. Tut jetzt gut. Unser Bett wurde auch schon gemacht. Hier mit Pantoffeln. Und die Tagesdecke ist weggekommen. Hier hatten wir übrigens noch Süßigkeiten. Und hier ist die wunderschöne neue Kollektion. Die werde ich jetzt mal auspacken, aber ich würde sagen, ich zeige euch die morgen dann auch noch mal ein bisschen genauer im Detail, wie wunderschön die aussieht. Guten Morgen! Wir gehen jetzt frühstücken. Schaut mal, was hier drauf steht. Voll schön. Also gestern wurde es sehr spät. Wir haben bis um 2:30 getanzt. Jawohl, läuft bei mir und um 3 war ich dann im Bett. Und jetzt sehe ich auch dementsprechend aus. Wir gehen jetzt frühstücken. Ich habe leider nicht mehr ganz so viel Akku. Aber ich melde mich dann nochmal bei euch. Und das ist übrigens mein Outfit. Das ist Max sein Outfit. Der ist noch müde, obwohl er früher ins Bett gegangen ist als ich. Das soll mal einer sagen, ne? Naja, die jungen Leute von heute. Bleibst du? Okay, ich fahre mit dem Aufzug. Okay, ich würde sagen, wenn jetzt noch keiner da ist, dann gönnen wir uns mal, oder Max? Ich war die, die zuletzt hoch ist und die erste, die wieder unten ist, oder was? Alles Memmen, ey. Mach nur Spaß, das wisst ihr doch. Wisst ihr doch. Der Max läuft mal kurz durchs Bild. So sieht es jetzt hier aus und es ist noch nichts los. Ich glaube, die schlafen alle noch. Und hast du schon was entdeckt, Max? Oh, das riecht aber lecker. Schaut mal, wie schön das hier aussieht. Das ist ein Kamin. Ganz toll sieht es hier aus. Was gibt's? Oh, Crepe, lecker. Mach nochmal. Wow. Guten Appetit. Lass dir schmecken. Eine große Verabschiedungsrunde gerade. Ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Wir sind am Aufbrechen. Ich bin total vollgefuttert. Schaut mal, wie viel ich gegessen habe. Und da ist mein Schatz Tan. Hallo. Da ist er. Wir haben so lustige Bilder gestern gemacht. Wir hatten echt Spaß. Ja. Aber wir melden uns von daheim nochmal, der Max und ich. Du, wir sind so dreist. Wir sagen uns selbst über alles. Meine Lieben, da bin ich wieder. Wir sind gesund und munter zu Hause angekommen. Gestern war es richtig, richtig schön in Frankfurt. Aber ich wollte mich natürlich nochmal kurz bei euch melden. Der Max, der ist unten. Der verräumt jetzt seine ganzen Sachen
Und hier ist auch so einiges los. Ich habe es euch ja erzählt, Lissandro hatte Geburtstag. Dazu wird es aber noch ein Video geben. Und ich wollte euch noch ganz kurz was zur Schmuckkollektion sagen. Und zwar ist es so, dass mein Punkt quasi mit dieser Schmuckkollektion für ein Versprechen steht, nämlich für jedes verkaufte Schmuckstück 5% an die Organisation Kinderlachen zu spenden. Ich trage jetzt heute die Kette. Ich habe allerdings andere Ohrringe dazu kombiniert. Hier ist noch das Armkettchen. Ich blende es euch jetzt mal ein, wie die Schmuckkollektion dazu aussieht. Und die gibt es ja jetzt schon seit 3. November zu kaufen. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich habe dazu nämlich noch einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr auch nochmal Geld sparen und eben was Gutes tun. Ich würde sagen, für mich war dieses Event ein krönender Abschluss für dieses Jahr. Ich war ja wirklich bei vielen Events. Ich wurde zu vielen Events eingeladen, worüber ich natürlich auch total dankbar bin und glücklich, aber dieses hier war, wie gesagt, der krönende Abschluss mit einem wunderschönen Hintergedanken, nämlich Kindern in Not quasi zu helfen. Als wir einen ganz großen Scheck überreicht haben an dem Abend, mit einer Summe, die wir quasi erspielt haben durch Blackjack und Roulette, also wir hatten ja so Jetons bekommen, hatte ich euch erzählt, sind auch nochmal 3.500 Euro zusammengekommen. Also mein Punkt hat das Ganze dann nochmal aufgerundet. Ihr merkt schon, ich bin total aufgeregt, denn ja, wenn es um Kinder geht, da bin ich halt ganz vorne mit dabei und mir sind dann tatsächlich auch die Tränen gekommen. Der da quasi mitverantwortlich ist, der hat auch erklärt, für was das Geld dann eingesetzt wird. Und das ist halt wahnsinnig schön, wenn man weiß, dass man quasi auch noch was Gutes tun kann. Und deshalb, ja, schaut einfach mal unten in die Infobox. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich nochmal bei Meinpunkt für die Einladung. Auch, dass der Max dabei sein durfte. Das war für mich natürlich alles auch wieder mal nicht selbstverständlich. Ich bin da wirklich von Herzen dankbar. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich da auch die Kamera dabei hatte, dass ich euch ein paar kleine Eindrücke mit eingefangen habe. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß, auch mit den Mädels. Und ja, so viel dazu. Ansonsten zu meinem Kleid, da hatten mich auch nochmal ganz, ganz viele gefragt, ob ich das nicht nochmal in Nahaufnahme zeigen könnte. Ich habe jetzt die Sequenzen von gestern Abend noch nicht gesichtet, also ich weiß nicht, inwieweit ihr das Kleid gesehen habt. Ich würde sagen, ich blende es euch jetzt nochmal ein. Es war natürlich für mich als Hochschwangere nicht ganz einfach, mich an den Dresscode zu halten. Also wir hatten einen Dresscode, sehr elegant sollte es sein, sehr schick. Natürlich auch passend zur Location und es sollte eben schwarz sein, das Kleid. Ich habe mir da tatsächlich ein wenig schwer getan, aber bei Mamarella gibt es so viel Auswahl, so viele edle Kleider. Also falls ihr noch irgendwas sucht, auch für Weihnachten zum Beispiel oder für Silvester, wenn ihr eine große Kugel habt, so wie ich zum Beispiel, oder eine etwas kleinere Kugel, dann werdet ihr auf jeden Fall dort was finden in dem Online-Shop. Verlinke ich euch auch sehr gerne mal unten in der Infobox. Ich habe da auch die Strumpfhose her quasi, eben mit Einsatz für den Bauch. Und das Kleid war halt super edel, wirklich mit diesen Strasssteinchen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat nichts gezwickt und gezwackt, sondern es war einfach total schön zu tragen. Es ist schön gefallen und ich habe auch einige Komplimente dafür bekommen, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Denn wie gesagt, für mich als Hochschwangere war das jetzt gar nicht so einfach. Genau, und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe auch, dass ihr euch, wie gesagt, gefreut habt, dass ich euch mitgenommen habe auf diese kleine Reise. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich natürlich total freuen, denn dann verpasst ihr auch nicht, wann dieses kleine Babychen sich auf den Weg macht. Ich denke, das wird bald soweit sein. Ihr merkt schon, ich bin auch total außer Atem. Sorry dafür. Aber ja, ich tue gerade nichts. Ich stehe einfach nur da und bin voll außer Atem. Genau, okay, also kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Würde ich mich freuen und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jetzt versuche ich Luft zu holen. Also, tschüss!